aus alten Büchern vor. Er fehlt von Ergriffenheit und Würde, übertraf er uns ihre Schönheit. Damals verstand ich deren Inhalt nicht, jedoch Vaters Rührung und Begeisterung nahm ich in mir auf. Vater lautet die Bedeutung des Feiertages. Lass sagen von Hanna Aufführung, Chanukka-Wunder, von grenzlosem Glauben. Ich verstand nicht voll. Fremd klang sogar die Sprache, seine innige Gebete. Ich liebte Vaters Rührung, Gesichtsausdruck, den Glanz seiner Augen, als er las oder betete. Bis heute lebt in mir dieses Bild. Als man im September Warschau bombardierte, war Vater den Tränen nahe, in seine Ohnmacht. Unser Haus brannte damals aus, am großen jüdischen Gericht Yom Kippur, Kriegstag. Wir liefen auf den brennenden Straßen hinaus. Vater drückte stark meine Hand, heftete seine verzweifelten Blicke auf mich, als ob er um Verzeihung bete. Ich behielt seinen Blick in jenen Tagen, in Erinnerung. Im Ghetto betete er öfter als bisher, suchte Rettung in Gott, weggeworfen dem von vielen Wellen der Schrecklichkeiten. Der erste Mal sah ich ihn weinend wie ein Kind bei der Nachricht von Großvater Tod in Białogardzka. Vater zählte damals über 40 Länze und seitdem betete er noch öfter. Die Menschen im Ghetto schwollen vor Hunger an, sterben auf Straßen. Wir hatten noch Brot, lernten sogar zusammen aus den übrig gebliebenen Büchern nach den Bränden. Einige Theater spielten manches Mal im Ghetto. Mein älterer Bruder beschäftigte Karten. In Femina führte man die Charda-Fürstin vor. Vater verzeiht nicht, konnte nicht begreifen, dass man Theater besuchen kann, wenn Leichen und Sterbende in die Straße bedecken. Ich verstand nicht, hörte nicht auf sein Wort. Bis heute klingen meine Ohren seine Worte und Stimme. Vater sagte, man durfte sich Befehle nicht widersetzen. Er erinnerte an den schrecklichen Strafnamen Auschwitz. In seiner Naivität unterschätzte er die mörderischen Pläne der nazideutschen Okkupanten. Mutter hätte eine gegensätzliche Meinung. Vater liebte mit Liedern, Gebete, Verzweiflung, Angstgesichts des Grauens, Mutter mit Kampf oder Fügung in das Schicksal. Denn Gott und Menschen, folgsame Vater, Täter und Sintrebinka, die Kämpfende und sich verwechselweise dem Schicksal fügende Mutter, Täter und Verbrannten sie auf in Majdanek. Waren sie einmal wirklich da? Hatte ich sie? Ihr Bild und ihre Qual blickt aus meinen Augen heraus. Durch meine Augen lachen sie, weinen, führen mich auf alle meine Wege, leben, solange bis meine Augen die immer schließen.